Letztes Mal in Yu-Gi-Oh! Möge der Bessere gewinnen, K. Also K, es ist nur mit einem K unterschrieben, genauso wie es auch auf dem Brief stand. Dachte er wirklich, er kann mich besiegen? Egal, weiter. Ich werde das Turnier gewinnen. Ich glaube, du sollst diese Karte. Ich überleg's. Benutze sie. Vielleicht. Im großen Finale treten an Schattenspieler gegen Dr. Wurstpeter. Dieses Turnier ist einfach nur lächerlich. Aber die größte Enttäuschung steht vor mir. Wir werden sehen. Hallihallo. Was lachst du denn so hämisch? Oben teilen. 5. 8. Wer will anfangen? Das werde ich selbstverständlich tun. Ich habe kein Problem. Besser ist es. Nun gut. Ich fange an. Selbstverständlich. Du kennst das Spiel. Es ist dein Zug. Damit lässt sich doch arbeiten. Dann fange ich mal an mit einer Normal Summon. Ich würde seinen Effekten nicht nutzen. Meine Hand ist gut genug. Aber ich aktiviere meinen Skill. Ich kann ihn zerstören und darf mir damit ein Ride Monster aus dem Deck suchen. Ich weiß nicht, wie viel Skill da drin sein soll. Tja, das wirst du noch merken. Ich darf erst mal eine Karte ziehen. Und dann setze ich noch 3 Karten verdeckt wie du. Und du bist dran. Schon so verzweifelt, dass du mich nachmachen musst? Es soll mir recht sein. Ich bin dran. Ich ziehe. Du weißt ganz genau, was passiert. Ich beschwöre meine Monster. Und du weißt, sie werden nicht lange bleiben. Ich aktiviere meinen Skill. Werfe ein Monster ab. Und nehme mir, du hast es erraten, den blauen Mann auf die Hand. Ich opfere meine Monster. Um die beste Karte im ganzen Spiel zu rufen. Obelisk der Peiniger. Am besten gibst du sofort auf. Ich gehe in die Battle Phase. Angriff. Dachtest du wirklich, du gewinnst damit das Turnier? Never. Ich aktiviere meine Pfeilkarte. Schwerelosigkeit. Sie wählt nicht. Das bedeutet, dein Monster kommt in die Verteidigungsposition. So, also, schon nah angefangen zu adaptieren. Ja, dann bist du dran. Das Lachen wird dir vergehen. Denn jetzt beschwöre ich meinen Submarine Ride in Angriffsmodus. Das ist ein kleines U-Boot. Was willst du mit so einem läppischen Monster? Dieses kleine U-Boot hat eine besondere Fähigkeit. Und zwar, es kann nicht direkt angreifen. Attacke, direkter Angriff. 800 Lebenspunkte werden den Kohl nicht fett machen. Das war das erste Mal. Er hat auch eine besondere Fähigkeit. Wenn er angegriffen hat, kommt er in die Verteidigungsposition. Und du bist dran. Lange wird dein U-Boot nicht stehen. Ich ziehe. Ich setze eine Karte verdeckt. Und verabschiede dich von deinem Submarine Roid. Nein, 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 nein. Kugel Kuribo. Das war's. Wieder in die Verteidigungsposition. Unfassbar. Bitte, mach weiter. Viel Zeit habe ich nicht. Hast du nicht gesagt, 800 tun dir nicht weh? Dann wollen wir mal sehen. Submarine Ride direkt. Von mir aus. Und wieder geht er in die Verteidigungsposition. Du bist dran. Ich ziehe. Setze seine Karte verdeckt und lege ihn in Angriff. Weiter geht's, Obelisk. Was ist denn besser als ein Kuribo? 2 Kuribo. Das ist unglaublich. Das ist alles nur weiteres Zeitgeschinde. Es wird dich nicht zum Sieg bringen. Du bist dran. Sehen. Die Karte von Sieg. Perfekt. Sagst du immer noch, dass 800 Lebenspunkte nicht wehtun? Ich drehe meinen Submarine Red in Angriffsmodus. Battle Phase, direkter Angriff. Das ist schon das dritte Mal. So langsam gehen dir die Lebenspunkte aus. Ja, langsam geht es mir schon ordentlich auf die Nerven. Ich ziehe. Setze wieder eine Karte verdeckt. Angriff, jetzt erledige das Ding. Alle guten Dinge sind 3. Im nächsten Zug, da hab ich dich. Vielleicht. Du bist dran, los. Ziel. Noch ein Kuribo kann ich nicht haben, aber vielleicht habe ich von einem guten Freund etwas. Ein Bluff? Aber jetzt erstmal Submarine Ride. Direkter Angriff. Das war's. Du hast nur 800 Lebenspunkte. Noch einmal und du überlebst das nicht. Du bist dran. Ich ziehe.
Ein guter Spieler ist auf alles vorbereitet. Gerade du solltest das wissen. Lege ihn in Angriffsmodus. Was soll dir das bringen? Wart's ab. Ich beschwöre eine neue Karte. Truppen im Exil. Was? Du spielst diese Karte? Kannst du dir das vorstellen? Ich sagte doch, man ist als guter Duellant gut vorbereitet. Ich aktiviere seinen Effekt. Ja? Indem ich ihn opfere, werde ich dein Submarine-Roid endlich los. Gut gespielt. Bist du jetzt bereit aufzugeben? Obelisk, beende das Spiel! Wie du sagst, ein guter Duellant ist auf alles vorbereitet. Ich aktiviere meine Fallenkarte. Umfassende Verwüstung! Das kann nicht wahr sein! Diese Karte target dich, das heißt, dein Obelisk der Peiniger ist Geschichte! Das ist unglaublich. Und weg ist es. Aber glaub gar nicht, dass das schon alles gewesen ist. Was? Wieso? Ich werde noch weiterspielen. Du siehst, ich habe verdeckte Karten. Ja, und? Ich aktiviere sie jetzt. Es sind alles Monster. Oh nein. Verkörperung von Apophis, der Sumpfspiegler und ein Schädelsummer. Nicht schlecht. Aber du hast etwas vergessen. Auch ich habe verdeckte Karten. Ich aktiviere meinen faszinierenden Kreis und meinen faszinierenden Kreis. Damit können deine Monster nicht angreifen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schlimm es ist, so viele Züge warten zu müssen. Keine Angst, es wird jetzt dein letzter gewesen sein, Finny. Du bist dran. Ich ziehe. Weißt du, dass mein Skill nicht once per duel ist? Ich aktiviere Nachschubstrupp. Jetzt aktiviere ich meinen Skill. Ich kann eine offene Karte zerstören, um mir ein Roid-Monster aus dem Deck zu suchen. Und ich denke, du weißt, welches Monster ich nehmen werde. Submarine Roid! Das ist nicht dein Ernst! Oh doch! Ich beschwöre Submarine Roid in Angriffsmodus. Und das wird reichen. Das sind nur 800 Lebenspunkte. Submarine Roid, direkter Angriff. Bandersteel, Attacke! Nein! Tja, ich hab doch gesagt, das war's. Ich höre nicht ohne Grund der Vergangenheit an. Entschuldigung. Ja. Das Turnier hin. Habt ihr das veranstaltet? Nee. Komisch. Dann steht das K wohl nicht für Konami. Aber wofür dann? Egal. Darum kümmere ich mich später. Das K steht also nicht für Konami. Interessant. Ich bin dir auf der Spur.